So, liebe Leute, es geht weiter. Es steht DFB-Pokal an, und zwar das Viertelfinale im Heimspiel gegen den FC Bayern München. Ja, Liga 1-3 in diesem Stadion gegen die Bayern. Jetzt wollen wir es auf die Reihe bekommen und hoffen, dass wir es dann jetzt auch noch mal auf die Links bekommen, also auf die Bahn bekommen. So ist es richtig. Ja, letztes Spiel 2-0 gegen RB. Also da auch das zweite Spiel gewonnen. Und ja, jetzt geht's gegen die Bayern. Wir wollen ins Halbfinale. Müssen allerdings da auf Ulrich und Piri verzichten, die tatsächlich gelb vorbelastet sind. Also gelb gesperrt sind, so ist es richtig. Dafür wird natürlich Kakutalua reinrutschen in die Innenverteidigung, das ist ganz klar. Und warte mal, ich gucke gerade, wer da noch so auf der Position spielen kann. Ulrich ist ja ein Sechser. Und da wird Abraham auf die Bank gehen. Da wird Wanisek heute sagen, jo, das ist meine Position, die nehme ich. Ich werde wieder mit Novo und Aubameyang vorne drin spielen. Ich werde Rot auf die Linksverteidigerposition ziehen. Wird das mal so machen. Obwohl, nein, ich werde Stafelidis da lassen. Das hat sich mehr oder weniger im letzten Spiel sowas von bewährt, da diese Sechse. Vielleicht ist das noch eine Daueroption. Na gut, gehen wir rein ins Match. Heute da vorne mal leider nicht dran gegen die Bayern. Das ist mir zu wichtig, das Spiel. Wir wollen in die nächste Runde und hoffen, dass wir es jetzt auf die Reihe bekommen. Pierre-Emerick Aubameyang wird heute im Mittelpunkt stehen. Denn zuletzt konnte er 3 Tore in 3 Spielen erzielen. Wir zeigen sie Ihnen live. Bleiben Sie dran. Willkommen zu diesem heutigen Spiel, liebe Fußballfreunde. Willkommen in diesem tollen Stadion. Mein Name ist Rolf Fuß. Zusammen mit Frank Buschmann darf ich das Spiel für Sie daheim kommentieren. Und bei uns steht am heutigen Tage das Viertelfinale im DFB-Pokal auf dem Programm. Ich glaube, das könnte ein echtes Highlight werden, Buschi. Sehr interessantes Spiel hier, Wolf. Aber wir müssen schon sagen, es ist ein Spiel mit einem deutlichen Favoriten. Die Gäste müssen das hier eigentlich machen, müssen das Weiterkommen unter Dach und Fach bringen. Ist noch nicht entschieden, okay, aber die Favoritenrolle haben sie. So werden die Gastgeber beginnen. Kurze Einschätzung zu Ihrer Formation von dir. Das ist ein 4-4-2 mit Raute und damit haben Sie natürlich große Möglichkeiten, durchs Zentrum zu kommen, aber eben auch die Flügelspieler einzusetzen. So gehen es die Bayern also heute an. Im Tor ist Manuel Neuer. Joshua Kimmich steht an der Seite von Marcel Sabitzer im Zentrum. Und der einzige Stürmer ist heute Gerard Moreno. Ja, Moreno, auf den muss man natürlich aufpassen. Glaube ich, im Hinspiel in der Liga hat er 2-mal getroffen. Silva auch. Also es wird nicht einfach werden. Wir müssen heute über uns hinauswachsen, wenn wir diese Bayern schlagen wollen. Kakutalua heute in der Innenverteidigung, weil eben da einer gesperrt ist mit Perry. Aber mal gucken. Wir werden es trotzdem irgendwie versuchen, auf die Reihe bekommen. Wir haben natürlich ein Winning Team. Es hat funktioniert im letzten Spiel in der Liga. Mit 2-0 gegen RB gewonnen. Eins Aussicht, dass Novoa mal wieder vorne drin spielt, statt Teuchert. Alles andere ist erstmal unwichtig. Ja, dann hast du so einen Fehler da drin. Also du musst heute die Chancen, die du hast, nutzen. Alles andere ist erstmal wurscht. Bernardo.
Was können wir heute von Aubameyang erwarten? Wie siehst du es, Buschi? In den vergangenen drei Partien hat er ja dreimal ins Schwarze getroffen. Und sowas ist schön, Kilian. Sehr gut fürs Selbstvertrauen. Ja, ist ein gefährlicher Stürmer. Er zieht ab. Also, yes. Sie gehen hier schon früh in Führung. Damit haben sie erstmal alles im Griff. Das meine ich, man muss die Chancen nutzen. Neunte Spielminute. Der Analog führt. Schönes Ding nach vorne rein. Und Sterner, glaubst du, hat er den Neuer gerade getunnelt? Kann das sein? Sieht nämlich so aus, als hätte der Neuer schön getunnelt. Nee, ist nur vorbeigegangen. Aber ist egal, er ist drin. Es passt. Man führt. Jonas Sterner, 9. Minute. Erstes DFB-Pokal-Tor und ein sehr wichtiges. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Kimmich. Gerard Moreno. Ja, schön gelöst da. Klasse gearbeitet. Ja, das wird zu optimistisch werden. Das wird nicht klappen. Kann diese Situation so und wenn der Neuer das Ding nicht gepackt bekommt, kann das richtig gefährlich werden. Ah, das war knapp. Bernardo Silva. Ballverlust durch Bernardo. Guter Vorstoß, kann was werden. Ah, schade. Es war eine Idee wert. Mané. Der Schiedsrichter entscheidet auch Vorteil. Vorteil Bayern. Ja, Sterner, fast. Marcel Sabitzer. Vanisek. Drauf, bleibt dran. Bleibt drauf. Und holt sich die Kugel, aber verliert sie. Und zwar auf einer ganz, ganz wichtigen Position. Bernardo hat den Ball. Und das ist das halt. Genau das ist es halt. Vanisek verliert den Ball, war der 22. Gerard Moreno. Ne, Bernardo war es, glaube ich. Schauen Sie sich das an, druckvoll, ohne Ende. Vanisek kommt überhaupt nicht in den Zweikampf. Und ich glaube, es war Albiol, der den Fehler da hinten drin macht. Der Spielverlauf ist völlig. Und Dani Zeck hat übrigens gelb gesehen für diese Situation. Ja, man muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ah! Ich kann nichts machen, weil ich wollte genau nehmen. Muss der gültig, wie er da den Ball abschirmt. Keinen. Frau Fischer. Will Fischer macht, geht viel zu früh runter. Die Flanke kommt von Mané. Der Angriff ist beendet. Er geht energisch dazwischen. Bernardo! Kein Problem, den hat er. Also es war das erste Gegentor, glaube ich, seit langem wieder. Den Bochum, nee, den Bochum haben wir ja gesehen. Da ist hat der Ball erstmal raus. Sadio Mane. Kimmich hatte wieder. Chance zur Führung. Das war und Noppert, müsste der 3 dran gewesen sein. Nee, war es nicht. Bayer verzieht einfach nur. Nur noch der Torwart vor sich. Was ist der Torwart von Oma? Mei Yang! Karl Abzeit 2-1 Bayreuth. Yes! Ja! Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass. Oh nein, das ist knapp, kein Abseits. Ja, in der Tat, viel zu schnell. Man führt mit 2-1. Ja, sonst würde Vanisek gleich rausgehen müssen. Jetzt sind die Bayern hier also hinten, sie müssen was tun. Ja, man muss wechseln. Es bringt mir jetzt auch nichts, wenn ich jetzt irgendwas mache, riskiere. Wenn Vanisek mir damit gelb-rot vom Platz fliegt, ist mir auch nicht geholfen. Deswegen der, leider der Wechsel. Der heute der verzieht. In Sachen Ballbesitz sind die Gäste hier die bessere Mannschaft, aber trotzdem weiter der Rückstand. Es gelingt ihnen einfach Aubameyang nicht, auch mal Chancen zu kreieren. Daran nicht da. Probier's mal selber, Noboa. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Walker. Mané. Mané. Kimmich jetzt. Gerard Moreno. Canales. Canales. Flanke bleibt hängen.
Albiol kriegt die Füße nicht sortiert. Ja, Vanisek über ins Gelb-Rot gefährdet. Musste er jetzt. Der musste raus. Okay, jawohl. Jetzt weg. Es bringt Zeit. Man führt 2-1 zur Pause. Stand hier. Also nicht zur Pause, aber führt 2-1. Kimmich. Bernardo. Das ist wichtig, dass der Ball. Ja, das wäre wichtig gewesen für Bayern. Aber nein, es ist vorbei. Also der Ball ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Pause. Die erste Hälfte ist damit vorüber. Das ganze Ding ist auch mal in der zweiten Halbzeit. Vielleicht ein bisschen Dusel dabei. Vielleicht irgendwie nochmal das 3-1 nachzulegen. Vielleicht irgendwas zu riskieren. Dann wär's durch. Dann wäre diese Sensation durch und Bayreuth würde den großen FC Bayern aus dem Pokal schießen. Hat man ja schon mal geschafft. In der ersten Saison haben wir 2-0 in München gewonnen. Im Pokal. Ja, spiel doch nicht solche Bälle. Kakutalua, Fischer. Ballverlust. Ganz alleine. Geht nicht und wieder vorbei. Da sie der bleibt dort. Der bleibt Gott sei Dank unbestraft. Viele hatten ja schon damit gerechnet und jetzt steht es auch endgültig fest. Er verlässt den Verein, er wird also wechseln. Dem steht eine tolle Zukunft bevor. Das sehen alle Experten so. Kannst du fragen, wen du willst. Das wird ein Star. Jawohl. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Ah, leider ist abseits. Wenn der ein bisschen früher kommt, geht, dann ist der Aubameyang hier frei durch. Dann machst du es der Abwehr. Ja, aber da muss die Abwehr aufpassen. Irgendwann geht sowas gut. Irgendwann kommt dieser Pass perfekt und dann wird es gefährlich. Jetzt wieder die Bayern. Bayern macht's. Sie suchen nach der Lücke, da muss die Abwehr aufpassen. Novoa. Erstmal Novoa. Die Chance hier. Eckhoff, Tor! 3-1, 59. Die Führung auf 2 Tore. Jawohl. Oh, ist das wichtig. Also wenn er von da an yes. Kann, dann macht er das Ding. Das ist ja keine Frage. Treffer aus kurzer Distanz. Neuer ohne Chance. 3-1, Lilian Eckhoff. Eine Stunde. Bayern muss sich jetzt richtig strecken. 3-1. Aber das ist genau das, was ich eben gesagt habe zur Halbzeit. Man bleibt dran, man macht, man geht auf die Tore. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Oh, dann ist es Eklow, Eklow, Eklow. Jetzt die Chance. Keine Schwierigkeiten hier für Neuer. Und wenn der Neuer den nicht hält, ist jetzt hier 4-1 für Bayreuth. Ober Me Young. Flanke abgeblockt. Nix. Jetzt gerade hatte ich bis auf 11 Meter gehofft, aber nein, ist es leider nicht der Fall. Bayern ist ein bisschen unverunsichert jetzt da hinten drin. Nächster Versuch. Aubameyang, Riesenchance. Neuer Held war noch im Spiel. Neuer mit Riesenfehler der Bayern. 4-1, Bayreuth, oder? Ja. Sie bekommen den Abpraller nicht. Und der Nachschuss, tja, der ist dann. Wow. Wird Vorwürfe geben, ist doch klar. Hier, Emmerich, Aubameyang, 4-1 für Bayreuth. Man hat jetzt auch noch ein bisschen Dusel dabei. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade. Richtig gute Parade. Das hat neuer Fehler, aber ich weiß nicht, was war jetzt gerade hier der Verteidiger. Kriegt den Ball nicht weg. Nächste Chance, das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. Neuer Spielstand jetzt also 4-1. Steht Bayreuth hier im Halbfinale. Die Bayern werden scheinbar wohl raus zu sein. Aber die Bayern wären nicht die Bayern, wenn sie jetzt noch was machen, riskieren würden. Er hat den Ball, gute Aktion. Nicht sowas. Aber wenn Bayreuth hier vielleicht doch noch ein Tor macht und hier noch auf 5-1 stellt, ist das Ding durch. Ich meine. Bernardo mit dem Ballverlust. Bernardo, erstmal Ballverlust. Ah! Der darf nicht so kommen. Der Ball. Sergio Canales. Canales. Canales zeigt nichts. Mané jetzt. Kimmich. Hab dich. Kimmich verliert den Ball.
So, und jetzt ist es die Möglichkeit mal. Gerard verhindert die große, große Chance der Bayreuther noch. Ball ist bei Bernardo Silva. Der Angriff könnte was werden. Ne. Der Ball erstmal abgefangen. Erstmal gar nichts hier. Nächster Versuch. Rote. 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 Und dann ist es Lilian Hoeckler. Immer noch gefährlich. Und das nächste Tor, das ist natürlich schon. Unfassbar. Das kleine Bayreuth aus der Provinz schießt die Bayern aus dem Viertelfinale. In der Liga Nummer 1 sind 3 verloren. Und jetzt schießt Bayern noch nichts verloren. Und jetzt kriegen sie Bayreuth 5 Stück. So, und jetzt wird hier durchgewechselt. So, jetzt wechselt man hier ein bisschen durch und sagt dann, okay, den Jungs mal ein bisschen Pause. Oder gibt vielen Jungs ein bisschen Pause. Ich meine, dieses Ding ist durch. So, 4 Wechsel auf einmal. Und ein Debüt. Ach, das ist Abraham gewesen, der neue. Jetzt habe ich, kenn ich schon wieder Nummer 12. Timmy Abraham. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Und klasse durchgesetzt. Die Flanke bleibt hängen. Es gibt doch 11 Meter, aber das ist am Ende wurscht. Aber ja, ein Handspiel. Und nochmal eine Chance für Bayern. Und das wäre jetzt nochmal die Krönung. Wenn der Noppert den rausholt. Tut er. 5-1 gewinnt Bayreuth gegen die großen Bayern. Yes! In die nächste Runde nun fest. Wir können es nicht anders sagen, es ist eine Riesenüberraschung. Sie stehen damit in der nächsten Runde und ich glaube, nein, ich bin überzeugt, es ist auch verdient. Alle, aber wirklich alle, hatten sie für den Außenseiter gehalten. Und das war ihnen immer wurscht, sie haben ihr Ding durchgezogen und sich am Ende verdient durchgesetzt. Dexter Gegner als Gladbach. Ja, Sterner. Dann das 1:1 durch Silva. Und dann drehte man auf. Aubameyang Doppelschlag. Doppelpack. Eggloff Doppelpack. 5:1 der Endstand. Die riesen, riesen faustdicke Sensation. Zumindest in der Höhe verdient gewonnen. Man hat die Bayern nicht zum nicht kommen lassen. Ja, und so passiert halt, dass man im Halbfinale steht. Und dort noch Leverkusen, Dortmund, Gladbach. Oder Gladbach trifft. Weil ich glaube, Gladbach nominell der einfachste Gegner von denen ist. Apropos Gladbach, das wird nämlich auch der nächste Gegner werden. Morgen um 14 Uhr, das wisst ihr ja schon. Hab ich ja gerade schon gesagt. Aber wie gesagt, hätte ich nicht gedacht, dass Bayreuth die großen, großen Bayern so aus dem Pokal spielt. Oder wir haben aufs... Hätte ich nicht gedacht. Aber wir haben die Truppe hat's gepasst. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff... Und jetzt kann man nochmal ein Interview geben nach so einem Spiel. Ja, 6:0 in Leipzig gewonnen, dann 5:1 jetzt die Bayern gehauen. So kann man es auch machen. Der Weg ist zumindest der nächste Schritt in Richtung Titel. Wir wollen ja den DFB-Pokal-Titel, der fehlt ja uns. Auch 2 Anläufe haben wir ja schon gehabt, 2 haben wir verloren, jetzt wollen wir es nochmal. So, konzentrieren wir schon mal aufs nächste Spiel. Ich hoffe, dass Aubameyang zumindest noch ein Jahr bleibt. Danke für das Gespräch.
So, gucken wir nochmal schneller was hinkriegen. Können wir nochmal, ob da noch was bleibt. Also was auf sagt Scouting. Okay, Sperre abgelaufen. Ja, jetzt haben wir eine Million. Wir haben zwei unserer Spieler waren ja noch für gesperrt. Zwei Stammspieler. So, jetzt hoffe ich, dass Aubameyang noch mal zumindest ein Jahr bleiben könnte. Ansonsten hätte ich ja da unten eine Alternative, aber ich will ja. Wieso darf ich denn nicht? Ich würde ja so gerne. Entwicklungsplan. Ich kann mal gucken, ob ich den noch mal entwickeln kann. So, du sollst eher auf schwacher Fuß, Spezialbewegung. Wir gehen mal auf erstmal mobiler Stürmer. Spielstation. Nee, bleib erstmal so. Vielleicht ist das ja irgendwann mal eine Zukunft. Ich würde die Drücke nochmal ändern, möchte ich gerne. Das hätte ich gerne gehabt. Die Trikotnummer ändern. Ja, vielleicht ist es tatsächlich doch eine Option. Deswegen werde ich ihn jetzt von der Liste streichen. Erstmal. Und Angebot blocken, dass ich ihn immer wieder einbaue jetzt. Vorne drin. So. Gut. Das war das Duell mit dem FC Bayern. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr, wenn es dann nach Gladbach oder gegen Gladbach geht. Ist ja dann ein Heimspiel. Hinspiel. In Gladbach haben wir ja 3:2 am zweiten Spieltag gewonnen. Das war unser erster Sieg. Und jetzt heißt der nächste Gegner, wie gesagt, Wolfsburg Gladbach in der Liga. Wir wollen natürlich weiter den Schritt nach oben machen. Wir sind jetzt gut oben ein bisschen weg. Wir haben jetzt 4 Punkte Vorsprung auf Dortmund, sind jetzt 3 hinter den Münchner. Wie gesagt, die ungeschlagen sind, in der Liga noch ungeschlagen sind. Pokal haben wir ja gerade gesehen, wir haben sie rausgenommen. Gladbach hat nur 13 Punkte. Das sollte eigentlich ein durchaus... Klingt einfach. Schauen wir mal, ob wir es schaffen. Wir sehen uns dann wieder. Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.